Who's that Pokémon? It's Pokéminati. Hi! 18 Booster, 2 Pokéminaten und eine Runde abwiegen. Hallo. Gefühlt ewig her. Du meinst, wir haben ein 18er Display, ein paar der Schicksale aufgemacht. Oh, habe ich mich falsch ausgedrückt. Genau, du hast ein 18er Display. Wir haben das auch direkt aufgeteilt, ne? Das 18er. Genau, ja. 9, genau, ich 9, genau, 18. Ja. Auf jeden Fall, ne? Spaß beiseite, es gibt keine 18er Displays, es gibt auch keine 630er Displays, es gibt nur Kollektionen. Aber auf YouTube sehe ich manchmal so selbstgebastelte 36er. Damit hast du dir deine Frage dann auch. Finde ich immer sehr interessant. Beantwortet. So, wir haben 22,554. Warum wiegen wir ab? Damit wir die schweren Booster öffnen können und die leichten im Shop verkaufen. Genau. Super. Wolltest du das jetzt hören, oder? So sieht's aus, nämlich. 5, 6, 8. Wir wiegen natürlich deswegen ab, damit ihr euch sicher sein könnt, ob ihr euch Einzelbooster aus dem World Wide Web bestellen dürft, könnt. Oder nicht. Oder halt eben auch auf Kleinanzeigen oder auf irgendwelchen anderen Portalen. Ich sag mal so, beim Dealer deines Vertrauens, Pokémon-Dealer natürlich. Krawallo. Sauer, eine Ex, ne? EX. Beim Dealer deines Vertrauens. Sammelkartendealer? Ja, klar. Kannst du mal kaufen. Hi, Exo, danke für dein Abo, mein Lieber. Sehr spät. Kam sehr, sehr spät. Es lief nämlich schon eine Weile. Wollte gerade sagen, oh, Coach. Hi. Der Philipp Peters, der Lilla, die sind ein bisschen spät reingejoint irgendwie, gell? Muss den Computer in Zukunft am Vortag anmachen. Wenn ich die Remax Power erst sehe. Aber kein Problem, so können wir die wenigstens alle grüßen, genau, ne? Im Video. Hi. Weil normalerweise kommt es schon nur im Livestream, ne? Ich hab gar nichts. Du hattest jetzt gar nichts. Hi. Hi, Sü. Hast du jetzt schon gewogen gehabt? Nö, oder? Nee, noch nicht. Okay. 22576. Natürlich geht es darum, dass man eben... Ich mach meins hinterher, dann müssen wir da nicht so... 589. Dass man die Leute da halt auch entsprechend warnen kann, ne? Es ist zwar auch immer so eine Sache... wiegt man jetzt ab, ne? Macht man die Leute auch aufmerksam? Ja, finden wir schon. Ja. Sollte man machen. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt bei deinem Händler deines Vertrauens bist, kannst du dir auch sicher sein, dass da nichts abgewogen ist. Aber ich lege da nicht für jeden die Hand ins Feuer. Gerade so in einem Kiosk, wo keiner drauf guckt oder sowas. Stimmt. Oder an der Tanke. Ich würde da... An der Tankstelle würde ich sowieso keine Booster kaufen. Die kosten nämlich 1-2 Euro mehr. Meistens mehr, ja. Hat die Erfahrung gezeigt. So, schreib mal schnell noch. 577 und deins, was danach kommt, hat 653. Oh. Dann denke ich mal, lässt weg und mach's nächste direkt auf. Nein, wir gucken natürlich, was die 576 hat. Nee, sorry, meine Seite, 589. Nix. Jo. Oh, falsch rum. Falsch rum. So, das war jetzt meine Schwere, gell? Oh, auf den freue ich mich, mein Lieber, muss ich sagen. Das ist der Heavy Metal Payback, mein Lieber. Das ist von den 6, die wir aufgemacht haben, aktuell der schwierigste, ne? Nee, das stimmt. Oh, aber wieder Eisenrad. Ist, glaube ich, ähnliches Gewicht, oder? 554 und 577. Das ist jetzt okay. Toleranz immer 10, ne? Muss ich bedenken, 0,01. So, wieder mal den Hafen hier. Okay. 592 und bei dir ist es wieder mal eine... 627. Ist das die Fahrschule? Danke an den Nachbar, der jetzt gerade bohren muss, während wir ein Video aufnehmen. Ich hoffe, man hört. Der Nachbar mit seinem Junge ist, gell, mein Freund. Das machen wir so nimmer, gell? So, jetzt aufpassen, ich zieh was. Das war jetzt das Heavy Pack, ne? Yes. Das meinst Gold, ne? Aber dann wär's schlecht, weil du kannst da wirklich extrem rauswiegen. Trainer Full Art. Oh, Baby, okay, Shiny. Baby Shiny und Double Hit, nix. Aber oh, wenn jetzt aber die Baby Shiny so einen Sechserbereich haben. Baby Shiny schon mal schwer, ne? Hatte ich nicht jetzt auch so einen Sechserbereich? 592, ja, du knabberst. 592. Bin jetzt mit gespannt. Lassen. Was hab ich? Der Knatter kommt. Ich hatte ja nochmal eine 627, bei mir war es nochmal. Arg in der 6. Okay, bei mir. Okay, knabbern reicht nicht. Knabbern reicht nicht. Knabbern reicht nicht. Die 6. Entweder. Das schauen wir jetzt, wenn die 6 wieder steht hier bei mir, ne? Steht ja. 5, 6, 4 und du hast die 6, 2, 4. Die Heavy Packs hat der Kevin. Ja, warte mal, erstmal hier noch die 6, die stand, ne? 2, 7 habe ich hier gehabt am Ende. 6, 2, 7.
Komm, Baby Shiny, komm. Was, komm. Oh, au, aber Full Art. Trainer Full Art, ja. Und das zweite Pack, was du hast, war auch mal um den 6. Das war 624 dann, genau. Also noch der Trainer Full Art. So, Double Full Art, ne? Geil. Oder Pokémon Full Art, ne? Ja, vielleicht. Ich nehme auch nochmal so eine Baby Shiny, ne? Wäre ganz nett. Wäre ganz nett, ja. Pikachu gibt's doch, oder? Wenn ich mich an unser Video erinnere, da wo du durchs Blättel... Stimmt, ja. Ich verlinke es bestimmt. Den badischen Anzeiger da geblättert jo. Hast. Geht dir irgendwo, Tom. Jetzt geht's ab. Jetzt. 587. Oh, da hängt's gerade. Da hat's gerade gehangen. Aber nichts passiert, nichts passiert. Aber Ton ist da. Hoffe ich. War zumindest beim letzten Mal aus, oder? Ja, die 624, ja, stimmt. Nochmal so eine Trainer Full Art, oder? Also wenn der jetzt wieder eine Full Art Shiny wäre auch gut. Oh. Ah, Illustration Rare natürlich fehlt auch. Aber das ist natürlich auch doof, ne? Das heißt, du hast jetzt schon... Drei schwer, ja. Drei Sechser, drei Hits, ne? Hat ja. Ohne auch keinen schlechten Hits. Kurz notieren, ich hab da nicht... Alles dazu geschrieben, ne? Also beim einen war es auf jeden Fall die Full Art. Knattertox hat es angefangen. Das schwerste war Knattertox, dann kam die Full Art und dann kam Pamo. Genau. So, und jetzt dürfte eigentlich nichts passieren bei mir. Aber eigentlich, bei mir müsste jetzt eigentlich ein Full Art oder so. Mit einer 637 muss was kommen, mein Lieber. Eins von den beiden. Eins darf. Also jetzt. Ja. Ist okay. Ja, ja, aber ist doch jetzt... Ja, was machen Sachen? Oh, oh, Double! Mühlhausens Schüler. Geil. Also zweimal, ne? Mit 6,30. Oh ja, aber das ist schon wild, ne? Very wild. Baby? Baby und Full Art. Baby. Und Mühlhausens Schüler. Rena. Okay. Hoppa. Ich habe jetzt die 587. Also die 6 steht nicht. Dürfte nicht viel passieren. Warte, warte, warte. Das ist deins jetzt, gell? 577. Und deins ist 608. Die 6 steht, mein Lieber. Knabbert. Wie ein hungriges Raupi knabbert. Ruf und das reicht schon. War aber auch predictant. Da 587, da stand die 6 nicht, ja. Was hat zu mehr? 577 dürfte es auch nichts sein. Ja. Was fehlt noch? Wir haben doch jetzt eine Gold. Die Hoffnung wäre natürlich, dass da jetzt eine goldene drin wäre. Weil da Full Art fehlt auch. Hättest du, könntest du keine Aussage zu treffen, wo nichts drin ist. Weil jetzt finde ich, bei 5,5 bis 5,8 kannst du sagen, ist nichts drin. Ja. Ist nicht so gut tatsächlich. Und bevor er die Frage stellt, wo wir die Waage her haben, das verraten wir nicht. Genau, ich habe jetzt hier einen saftigen 641. Und du hast ein 632. Genau, wenn ihr wissen wollt, wo die Waage drin ist, unten ist Affiliate-Link. Nee. Das gibt's natürlich nicht. Mit Double XP-Boost für euch. Genau, ja. Wo war ich denn jetzt? Ah, das war mein 608 da. Oh, knabbert! Jawollo! Oh, aber schlecht eigentlich, gell, fürs Abbiegen? Yes, sehr schlecht. Das heißt, alles ab 6 ist... Alles ab 6 ist safe ein Hit bis jetzt. Potential Hit. Leider ein Hit, ja. Aber das 18er... Das 18er gönnt. Ich kann euch nur empfehlen, er steigt auf die 18er um, Leute. So. Oh no, der Delfinator. Grüße gehen raus an Lisa. Das war jetzt die 641 bei dir, ne? Der Delphi. Ja, das bedeutet ja aber auch, dass ich ja das Gardevoir auch daraus... Könnte noch jetzt was. ...feuern kann. Nee, aber aus den 6er-Boostern... Siehst du jetzt, ne? Ja, müssen wir aufhören, Einzelbooster in den Shop zu verkaufen. Boah. Nee, Leute, nicht ernst Leute, nehmen, nicht ernst. Die glauben das noch, wenn die so einen Käse erzählen. Spaß, sowas machen wir nicht. So, normal ein Delfinator, 634. Und nichts, 589. Oh. Sag doch, aber jetzt, warte, ich hab doch hier noch eine. Jetzt müssen wir haben. 632 ist das noch, pass auf. Also hast du noch eine Gold Babyscheine. Gold. Babyscheine predict. Nein, Gold fehlt. Oder eine Super Illustration Rare. Nee, das ist die schon. Das ne. Ja, achso, gibt's da pro 18 1 oder was? Achso, nee, das weiß ich nicht, aber ich hätte gern von jeder
Rare-Stufe, eine. Ah, Babyschein. Oh, geil. Brody, hab's dir ja prophezeit, Babyschein. Die Giflo ist schön, ja. Das Grün ist geil. Wer da gewunken? Ah ja, der Matteo ist gerade reich. Ah. Wenn das wiederum ist, sage ich immer noch richtig guten Tag. Aber nichtsdestotrotz ist bei mir jetzt... Noch ein Hit drin. Ich sag noch eine Adre. Oh, noch eine Babyschein. Okay, Pamo. Oh, warte mal. Hey, 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 Bruder, Bruder. Ah, okay. Aber... Das ist nicht gut, Leute. Es ist nicht gut, weil ihr könnt tatsächlich voraussagen, dass ein Hit drin ist. Also wundert euch nicht, dass ich die ganze Zeit nach links schaue. Da ist unser Blocklatt, ja. Mit dem wir mitschreiben. Mein Block, ne? Mein Block, mein Block. Und ich habe jetzt hier die 5, 8, 9. Letztes Booster. Dürfte nichts mehr groß bei rumkommen. Bei der 5, 8 nicht. Dann machen wir gleich noch ein kleines Fazit, ne? Und heulen. Und? Ja. Ich glaube, da brauchst du kein großes Fazit. Das haben wir schon während dem Video rausgefunden. Also so bist du wieder da und haben wir schnell ein Fazit zu. Die Frage ist halt, ob man vielleicht nochmal in einem zweiten Video das nochmal verifiziert, weil das war jetzt schon ziemlich eindeutig, fand ich. Also was du, die X-Karten, ne? Die EX, die 2, die sind im 5er-Bereich. Okay, aber dann sage ich mal... Die kannst du schwer rauswiegen. Sind aber auch nicht die begehrtesten. Genau, interessiert nur keinen. Sondern das... Alle anderen. Das ist interessant. Ja, ne? Genau. Und die kannst du rauswiegen. Das ist natürlich... Aber schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, oh ja, und auch, ob wir noch eine zweite Runde machen sollen, um das einfach nochmal zu bestätigen. Und bei 50 Likes machen wir eine zweite Runde. Bei 50 Likes gibt es jetzt so eine Runde. So. Okay, dann kräftig liken, kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ne? Kuss auf dahin. Tschüss. Ciao. Come on, bluff, I'ma be here till the end.